Welche Gehege-Dekoration? Oh, ich kann einen Brunnen hinstellen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mit Mr. Moon sprechen. Aber trotzdem gehen wir erstmal Raum der Wünsche. Dadurch, dass ich da ja so ein paar Sachen habe, die wieder identifiziert werden müssen. Ein Hut ist ein Hut. Was willst du da identifizieren? Oh, drei Sachen sind gut. Finde ich super. Oh? 20? Haut schon mal ordentlich rein. Finde ich mega nice. Hier nicht. Hier auch nicht. Sieht schon komisch aus, diese Hintergrunddinger. Nein. Was besser? Oh. Geht jetzt so eine Scheiße an? Damit hier runter wäre jetzt nicht schlimm, aber. So, dann gehen wir nämlich. Alter, du musst den Boden nicht schrubben. Wenn wir schon hier wieder was haben, ne? Achso, Hammer und Amboss. Und das bei den Tieren. Naja. Ein Wunschbrunnen. Das finde ich toll. Das finde ich gut. Kann ich mal so verkehrt. Ach, guck an. Da gehen sie dann. Ach! Das Essen dann da reingemacht wird. Ist ja mega. Oh, da habe ich gerade gesehen gehabt, wie da was reingegangen ist. Ist das geil. Da sieht man ganz kurz, dass da oben was drin ist. Ist ja mega. Schon ausgewählt. Wo ist da? Wie sehr macht wieder so eine Extra-Tour, weißt du? Grüße dich, Dioskuchen, wie geht's dir? Das war ja geil, ne? Okay, da ist wieder was zum Spielen. Oh, Günther ist gleich als erster wieder da. Ja, frisch gegessen, gestreichelt und schon legt er los. Günther ist auf Tour. Sieht voll mega aus. Das ist voll süß. Geht richtig ab, ne? Doch, einfach ehrlich. So, ich muss hier weg. Ja, sonst gucke ich da Stunden noch zu. So, hier kann ich sammeln. Dann müsste das Board eigentlich auch schon längst fertig sein. Ach. Definitiv safe damit. So, und dann einmal zu Mr. Moon.
Guck mal an, da haben wir Akkuduell 2. Oh, das werden wir uns auf jeden Fall auch noch gönnen. Irgendwo importen. Alles Bestes, außer dass ich Nachtschicht habe diese Woche. Mach's halt fertig, Digga. Mach das Eis, mach das Eis. Ja, ich hab den richtigen erwischt. Weil Nachtschicht ist nie schön. Wirklich nicht. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Es war ihr alter Schulfreund, Pierce Pemberton. Oh, ich hätt's wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst. Jetzt, wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Ich habe eigentlich gedacht, dass er ihm jetzt so eine Lektion und sagt, du, komm, ne? Ja, okay, da hast du recht. Spätschicht ist natürlich beschissener. Hast du schon wieder so viel im Walde gemacht? Außen im Walde. So. Und. Ja. Wir das Akio-Duell machen. Mal gucken, welches Level das jetzt ist. Mit hineinessen. Oder ob wir es überhaupt hinkriegen. Dann wollte ich das jetzt nicht wieder machen. Es gibt hier irgendwie so zum Dunkel hin und dann von Dunkel nach hell. Irgendwie ein bisschen. Danke für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich habe Pierce konfrontiert und er hat sofort gestanden. Diese alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Okay. Da hatte ich noch 2,5 den Rest fertig gespalten. Holz ist jetzt erstmal so weit durch. Das hört sich doch gut an. Fürs Erste, ne? Hallo Samantha. Bist du hier für ein Akio-Duell? Das bin ich. Ich bin sogar ziemlich gut. Ich habe früher ständig mit meinem Bruder gespielt, bis... Naja, egal. Fangen wir an? Ja, es kann losgehen. Dann beschwören wir mal los. Willst du schon aufgeben? Ja!
Das ist eigentlich gerade scheißegal, was ich jetzt mache. Oh. Ja. Da musst du dich schon etwas mehr anstrengen. Mädel, ich hab gewonnen. Das war's dann wohl. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natti dachte ich könnte dich schlagen. Ich hab mich wohl überschätzt. Ich will nicht sagen, aber ich hab ein Match verloren. Sag das nicht, Samantha. Du spielst wirklich gut. Das ist wirklich sehr nett von dir. Sagen wir einfach, wenn ich gut bin, bist du besser. Ich weiß zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück. Wie du? Ein Fake-Brunnen im Garten. Der ist jetzt auch weg. Wieso hattet ihr einen Fake-Brunnen? Damit man Luft rausholen kann? Oder wie? Oder welche Art von Brunnen? Erstmal so gefragt. Nicht, dass ich da einen falschen Brunnen mir gerade vorstelle. Sprich mit Sebastian. Ja, Hausmarken. Den Platz habe ich immer noch nicht. Nee, das können wir irgendwie noch nicht. Und der Gute ist best. Wollen wir doch mal hin und quasseln mit ihm. Schauen, was er von sich gibt. Und dann machen wir mit der anderen Hauptquest weiter. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ich habe einen Besen zum Fliegen. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Ich liebe gerne gefährlich. Es interessiert mich durchaus. Und du kannst mir auf jeden Fall vertrauen. Wenn du etwas erzählen willst. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Ja. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Er hatte eigentlich eine Wahl. Er hätte trotzdem wieder Nein sagen können. Das ist grauenhaft. Aber egal unter welchen Umständen, er hätte das nie tun dürfen. Er hätte es besser wissen müssen. Glaub mir, es ist gar nicht so einfach klar zu denken, wenn du von Crucio getroffen wurdest. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich.
Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Omenes schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Man sollte die Finger von den Flüchen weglassen. Nicht ohne Grund sind das die Unverzeihlichen. Das Fundament. Ja, okay, das Fundament ist klar, ja. Hatte da definitiv was zu machen. Aber hey, immerhin habt ihr das geschafft. Ist viel wert. So. Jetzt sind nur noch die Hausmarken und. Das heißt, wir gehen jetzt zum Astronomieunterricht. Jetzt ist das was für dich. Bestimmt Sterne gucken oder so. Hier rein. Da haben wir nichts Neues. Oh. Also das hatten wir jetzt zum Schluss. Okay, da fehlt mir noch einer. Hat die Rolle besiegt? Kein Problem. Okay. Die Palette. Zauberbrüche. Den will ich nicht. Muss Bombarder wird. Achso, der ist für Bombarder. Rombusch, grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. So, von den Haupttalenten. Gent 1, was ich jetzt so. Sie wird sogar die alte Magie, wenn ich ausweiche. Finde ich nicht verkehrt. Wenn wir die Dinger schon reinwerfen müssen. Oh, nee, gerade wollte ich. Ja, nach da oben. Guck mal an, haben wir sogar noch einen Auftrag. Man sieht. Ich habe nirgendwo drauf geklickt. Hallo? Wo komme ich denn jetzt an? Hilfe? Wo ist da? Okay, gut. Kann man mit leben. Können wir wenigstens den Rest hochlaufen. Hoch, runter. Mehr Ecke. Schlüssel? Wo willst du hin, du kleiner Scheißer? Eine kleine Scheiße hin. Hä? Rebellion. Was? Ist der kleine Scheiße hin? Hier vorne. Die klatschen den Schlüssel voll ins Loch. Eine Hausmarke mehr. Sehr schön. Ist ein Schloss. Galeo? Guck mal. Ah. Hallo, Homura. Ah. Eigentlich, wo man Stufe 3 beherrschen kann, müssten die Schlösser doch von alleine einfach aufgehen. Weißt du, so als Dankeschön, dass du so viel. Oh, was zum Lesen? Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Leviathus-Stunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziele auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. Dankeschön. Bitte. Klingt so nach Lehrunterrichtsplan. Richtige Sachen.
Wie geil. Revelio. Sieh doch mal rein. Da habe ich hier zwei Griffe dazu bekommen schon. Dass man das nur noch bei Schlösser Stufe 3 machen müsste. Das wäre okay. Bei allen hier jetzt immer noch das machen, finde ich schon hart. Es heißt, dass ein Professor für Zauberkunst hier vor Jahrhunderten einen Troll hielt, an dem die Schüler besonders schwierige Zaubersprüche üben konnten. Sicherlich schockierend, aber in einer Zeit, in der beim Quidditch lebende Schnatzer verwendet wurden, vielleicht nicht überraschend. Man kann sich nur fragen, wofür dieser Ort in Zukunft verwendet werden könnte. Danke. Ich weiß es, ich weiß es! Ja, und für was? Noch kannst du reden. Da ist hier Harrys Partneronkel eingesperrt. Kennst du? Sieht dem sehr ähnlich. Oh, okay. So, haben wir den auch. Haben wir doch wieder mehr gefunden, wie eigentlich gedacht. Trotzdem finde ich es hart, dass sie mit dem Troll geübt haben. Galeonen und die Uniform eines Warte mal, ist das nicht dieser Schatzsuchende? Nee, doch nicht.